Hallo, mein Name ist Markus Jung von fernstudieninfos.de und heute geht es um das Infomaterial, das Infopaket der Hochschule Makromedia für die Fernstudiengänge. Die Hochschule Makromedia startet jetzt ganz neu mit Fernstudiengängen, mit Online-Fernstudiengängen. Der Start ist für den Oktober 2019 geplant. Kürzlich ist die Website an den Start gegangen. Es gibt jetzt auch Infomaterial und ich habe für euch ein Infopaket bekommen. Das Ganze ist noch original verschlossen. Ich habe noch nicht reingeschaut, sondern möchte das jetzt mit euch zusammen öffnen. Natürlich, wenn ihr das Infomaterial auch haben möchtet, dann könnt ihr das anfordern über die Website. Ich verlinke euch die unten in der Infobox. So, ja, hier haben wir hier erst nochmal auf den Umschlag gucken. Reinschauen und loslegen. Also reinschauen werden wir auf jeden Fall gleich zusammen. Loslegen bei mir wohl nicht nochmal. Start jetzt dein Fernstudium und natürlich, wie es das heute gehört, mit Hashtag dabei, YouChange. Das Ganze wird angeboten von der Hochschule Makromedia. Das ist eine University of Applied Sciences und hier speziell das Online-Fernstudium, auch mit eigenem Logo. Unter dem Makromedia-Logo noch das On für Online dabei. Verschickt mit der Deutschen Post, klimaneutral und mit der Bitte, es nicht zu pinken. Was auch netterweise der Zusteller oder die Zustellerin bei mir so berücksichtigt hat. Okay, dann mache ich das Ganze jetzt mal auf. Und schaue, was mich da so erwartet. So, dann gucken wir mal. Ein erster Blick darauf, anschreiben. Und der eigentliche Studienführer. Personalisiert. YouChange Markus. Oh, das ist ein Zufall. Aber glaube ich nicht, weil ich habe den auch schon mal auf einem anderen Foto gesehen, den Studienführer, und da stand ein anderer Name drauf. Gute Sache, also wohl ein Printing on Demand. Ach, und da gibt es noch ein bisschen was drin. Ich gleich mal an, Karten, Flyer, schauen wir mal. Und natürlich ist auch ein Anschreiben dabei. Das sieht doch richtig klassisch aus, aber schon da als Besonderheit die Ansprache per Du, wie man das auch bei der EUBH zum Beispiel schon kennt. Hallo Markus, heißt es hier. Schon Material zu deinem Fernstudium ist der Betreff. Wir freuen uns sehr über dein Interesse an den Fernstudienprogrammen der Hochschule Makromedia. Die wichtigsten Informationen zu deinem Studium haben wir in der beigefügten Broschüre individuell für dich zusammengestellt. Unter dem Motto persönlich, flexibel, innovativ entwickeln wir bis Oktober 2019 ein Fernstudium, das sich perfekt in deinen Alltag integrieren lässt. Du bestimmst selbst, wann, wie viel und wo du studieren möchtest. Über unsere Online-Campus kannst du jederzeit auf dein Lernmaterial zugreifen, Kontakt zu deinen Professoren, Tutoren und Kommilitonen aufnehmen und dir genau die Kompetenzen erarbeiten, die du für deine berufliche Zukunft benötigst. Praxisnah, wissenschaftlich fundiert und staatlich anerkannt. Ja, also das, was man eigentlich von jedem Fernstudienanbieter erwartet und was auch alle versprechen. Dann gibt es hier noch Kontaktdaten. Interessant vielleicht dabei, dass der Kontakt auch per WhatsApp möglich ist. Ansonsten gibt es einen Chat auf der Website auch. Klassiker natürlich Telefon, E-Mail gibt es auch. Und wer möchte, kann sich auf der Homepage gleich einschreiben. Okay, was haben wir noch hier drin? Oh, es gibt einen Starterrabatt. 20%, bis zu 20% Rabatt. Und zwar ist das Ganze gestaffelt. Bei einer Anmeldung jetzt im Juni 2019 gibt es tatsächlich 20% Rabatt. Im Juli sind es dann noch 15% und im August und September, wenn der Start näher rückt, dann gibt es nochmal 10% Nachlass. Jo, nochmal die Kontaktdaten, weitere Infos. Und Postkarten gibt es. Repeat after me. I can do this. Du Tier, packst das. Sei stärker als deine Ausreden. Ja, gut. Und das Ganze gibt es dann auch noch ein zweites Mal. So, dann haben wir hier die eigentliche Studienbroschüre. Den Kern des Infomaterials ist jetzt eher kompakt. Ich habe noch nicht so viele Studiengänge am Anfang. So, ja, dann gibt es hier ein Willkommen an der Hochschule des digitalen Wandels. Und auch hier eingedruckt der Name. Persönlich. Jetzt kann das hier nicht scharf fokussieren. So geht es, glaube ich, noch. Lieber Markus, wir freuen uns, dass du dich für ein Fernstudium in der Hochschule Makromedia interessierst und so weiter. Da
Das Ganze soll persönlich, flexibel und innovativ sein. Okay, ich denke, wir werden jetzt nicht durch alle Seiten einzeln durchgehen. So, 20% Sparen-Flyer gibt es auch noch ein zweites Mal. So, dann gibt es hier 5 gute Gründe für das Studium bei Promedia. Persönlich, flexibel, innovativ, praxisorientiert und fair. Was verbirgt sich hinter fair? Die anderen Begriffe habe ich schon häufiger gehört. Fair, nicht oft, noch nicht so oft. Du hast Zeit, um dich von unserem Programm zu überzeugen. Dank unseres kostenlosen Probemonats und monatlichen Kündigungsfristen gehst du mit dem Akkomedia-Fernstudium keinerlei Risiko ein. Außerdem kannst du über verschiedene Studienmodelle selbst bestimmen, wie schnell und zu welchen Kosten du studieren möchtest. Und sollte dir das Leben einmal einen Strich durch die Rechnung machen, pausierst du dein Studium einfach und setzt es fort, sobald du wieder den Kopf frei hast. Also was ich hier wirklich spannend finde, monatlicher Probemonat gibt es bei vielen, aber eine monatliche Kündigungsmöglichkeit, wenn die wirklich komplett über die ganze Zeit ist, dann ist das wirklich ein Angebot, das viele nicht haben. Normal ist nach Ablauf der Probezeit die Kündigung dann erstmalig nach 6 Monaten möglich und dann alle 3 Monate. Hier nochmal spannend, dann ins Kleingedruckte reinzuschauen. Also in die Vertragsbedingungen. Ja, dann werden hier die einzelnen Studiengänge vorgestellt. Zum Bachelor, General Management, International Management, Marketing Management, Human Resources Management und die Wirtschaftspsychologie sowie Medien- und Kommunikationsmanagement. Master werden übrigens erst nächstes Jahr starten. Ich glaube für den April 2020 ist das Ganze geplant. So, anschließend werden hier die Studiengänge vorgestellt, jeweils auf einer Doppelseite. Viel Foto, wie das heute so sein muss, aber auch die Infos übersichtlich auf einen Blick. Ziemlich grell das Ganze mit diesem Rosa, aber okay. Ansonsten schon recht übersichtlich, denke ich. Mal gucken, ob das noch weitergeht über die 2 Seiten hinaus. Ja, es folgt dann noch eine Semesterübersicht. Wirklich schon relativ viele Infos dazu, wie das Ganze aufgebaut ist. Die Module, ein Zitat eines Professors aus dem Studiengang, denke ich mal. Ja gut, dann geht es weiter mit den anderen Studiengängen. Gleicher Aufbau für alle. Das werde ich jetzt nicht im Einzelnen dann in die Kamera halten. Wenn dich das interessiert, dann schaut ihr am besten für Material dann selbst an. Hier nochmal Wirtschaftspsychologie, Bachelor of Arts, den es auch gibt. Auch nochmal ansonsten der gleiche Aufbau. Berufsziele werden jeweils dargestellt. Übersicht über die Semester dann mit dabei. So, das geht hier noch weiter. Mal schauen, was es noch für Inhalte gibt. Ah ja, dann gibt es hier eine Doppelseite dazu, wie denn das Studium abläuft. Studienprogramm auswählen, online einschreiben, Kurse buchen, online studieren, Skripten, Videos und Online-Tutorien, Prüfung ablegen online. Es wird Online-Prüfungen geben, ähnlich wie bei der EOBH. Da war noch bei der ACCAT und im Prüfungszentrum Bachelorarbeit schreiben und Abschluss mit Urkunde und Zeugnis in Empfang nehmen. Ja, das klingt doch einfach. Ja, hier gibt es dann Infos dazu, wie das Studium funktioniert. Natürlich ganz auch mal ein bisschen mehr ins Detail. Dann gibt es hier weitere Informationen zum Studienkonzept. Werde ich mich auch nochmal selbst in Ruhe damit beschäftigen. Zu den Voraussetzungen, wie die Einschreibung abläuft. Start ist jederzeit möglich. Vollzeit- und Teilzeitmodelle, das eigentliche Studium. Und wie pausiert und verlängert werden kann. Okay, natürlich ganz wichtig auch, wie digital ist das Ganze. Digitalisierung schafft neue Bildungschancen. Hier der Online-Campus schon mal vorgestellt, bin ich auch gespannt drauf. Kann ich mir vorstellen, wenn ich da mal einen Testzugang zu bekommen werde, da auch mal ein Video drüber zu drehen, wenn das dann soweit ist. Ein Tablet hier unten, spannende Geschichte. Ja, dann hier noch weitere Infos dazu, was so an Serviceleistungen auch geboten wird. Lerne, wo und wann du willst. Durchdachtes Lehrmaterial, ein Learn-Buddy soll es geben. Es gibt ein Study-Coaching, ein Karriere-Coaching und die Möglichkeit über Macromedia Ideas, das Fernstudium selbst mitzugestalten. So eine Open-Innovation-Plattform, die habe ich auch schon mal im Video vorgestellt, verlinke ich euch. So dass die Studierenden auch selbst mitgestalten können, wie das Fernstudium sich so entwickelt. Gerade denke ich mir jetzt in der Anfangszeit, wo noch vieles im Aufbau ist, da auch eine gute Möglichkeit. Ja, dann für diejenigen, die halt Prüfungen vor Ort ablegen möchten, nicht online, es gibt verschiedene Prüfungszentren in den meisten Bundesländern. Eins
Auch hier bei mir in Köln wäre dazu die Möglichkeit gegeben. Ja, dann geht es noch in die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Da kann sicherlich das Fernstudium davon profitieren, dass es ja das Studium an der Makromedia-Hochschule schon lange gibt. Und da werden hier eine Auswahl an Servicepartnern genannt. Google fällt mir ins Auge, BMW sehe ich dabei als bekanntes Logo. Ja, noch jede Menge mehr. Neue Medien, Spotify ist auch dabei, Adobe. Ja, am Ende geht es ums Finanzielle hier. Die Kosten. Kosten und Finanzierung. Kosten des Bachelors. Studiengebühren gesamt 12.093 Euro. Monatlich 329 Euro. Und eine Graduierungsgebühr von 249 Euro. Regelstudienzeit 36 Monate in der Vollzeitvariante. Kostenlose Verlängerung ist um 18 Monate möglich. Ja, dann gibt es auch noch zwei Teilzeitvarianten. Die werden dann ein bisschen teurer, weil man ja quasi einen Kredit bekommt auf die Studiengebühren. Ich halte euch das auch mal hier mit rein. Ich glaube, das kann man sogar ganz gut erkennen. Dann habt ihr das selbst auch in der Übersicht. Ich muss das jetzt nicht alles vorlesen. Ja, Verlängerungszeit jeweils 18 Monate und die Regelstudienzeit verlängert sich dann halt schon entsprechend. Bei den Regelstudienmodellen gibt es Tipps zur Finanzierung. Und ja, wird hier noch auf Bildungsurlaub hingewiesen, auf Stipendien, unter anderem das Aufstiegsstipendium der SBB oder der Stipendien der KfW, Start für Wiederaufbau. Ja, das war es dann auch im Wesentlichen. Dann gibt es natürlich hier noch die Pflichtangaben, Impressum und hier zum Abschluss auch nochmal individualisiert, quasi so als Call to Action. Starte jetzt, spare bis zu 2600 Euro. Durch die Rabatte, auf die ich euch schon hingewiesen habe vorhin. Jo, das war's. Die Rückseite. Und nochmal zum Abschluss hier die Vorderseite und ja, für euch die Möglichkeit, auch euer persönliches Exemplar anfordern zu können. Ja, jetzt interessiert mich natürlich, wie auf euch das Ganze wirkt. Ich wollte es euch in erster Linie vorstellen. Ich ist an einer Stelle schon deutlich geworden, wie ich das Ganze finde und werde natürlich auch weiterhin begleiten. Ja, was so passiert an der Hochschule Makromedia. Bei fernstudieninfos.de gibt es einen Blog von Philipp Höllermann, dem Geschäftsführer, der sich um dieses Projekt kümmert, der auch schon Erfahrung hat, war früher unter anderem mal bei der EUBH. Und ja, was könnt ihr damit verfolgen? Es gibt auch schon ein Forum dort, ein Premium-Forum seit diesem Monat, wo ihr euch austauschen könnt, Fragen stellen könnt, wo wir in den Austausch kommen können. Und ja, bin ich mal gespannt, wie ihr das so findet. So ist ja doch mal eine spannende Geschichte. So häufig kommt es nicht vor, dass ein neuer Anbieter noch an den Start geht. Gut, jetzt keine komplett neue Hochschule, hier zumindest mit Fernstudiengängen neu an den Start geht. Okay, ich freue mich auf eure Kommentare dazu und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich auch über einen Daumen hoch von euch und ich möchte euch bitten, falls noch nicht geschehen, abonniert doch kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zur Hochschule Makromedia und allgemein zum Thema Fernstudium und schaut bei fernstudieninfos.de vorbei, der Infoseite zum Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen.